Ach, es war eigentlich eine interessante Familie. Wir waren arm, das kann ich durchaus so sagen. Meine Mutter, die war Dienst- und Kindermädchen bei einer etwas wohlhabenden Familie. Mein Vater, der ist zugezogen aus dem Ruhrgebiet. Ja, das war eine Eickel, das war ein ehemaliger Bergmann. Ja, die Lebensverhältnisse, die waren damals alle vergleichbar. Zum Start gab es nicht die Armen und die Reichen, sondern wir lebten in einer Wohngegend, wo alle Arbeiter waren und wo, nun sage ich mal, auch sehr viel Selbsthilfe organisiert wurde. Und naja, man schlug sich da durchs Leben mit der Freitagslohntüte, als wieder Arbeit da war. So habe ich natürlich auch meine frühkindliche Entwicklung habe ich gehabt nach 1945. Ich habe ja die Volksschule besucht und war schon als 12-, 13-Jähriger, habe ich schon nebenbei gearbeitet, um mir etwas dazu zu verdienen. Ja. Und das, was es damals gab, in Solingen, in der Stahlwarenindustrie, war es relativ einfach, solchen Job zu kriegen. Ja. Für 50 Pfennig in der Stunde in einer Vernickelei oder den Lesezirkel auszutragen. Das waren also Dinge, die habe ich immer gemacht, wenn irgendwo was zu tun und zu verdienen war. So habe ich auch bin ich zu meinem ersten Fahrrad gekommen. Das war damals auch schon ein Luxusartikel. Ja. Meine Mutter entstammte einer kommunistischen Familie. In Solingen hatten immer die Kommunisten vor dem Dritten Reich, die Kommunisten die Mehrheit. Und mein Vater aus einer klassischen sozialdemokratischen Familie. Und so spielten sich bei uns auch die Familienfeiern ab, ja, wo eben die Verwandtschaft meiner Mutter und die Verwandtschaft meines Vaters zusammenkamen. Da spielten diese politischen Grundfragen zwischen den beiden Arbeiterparteien spielten eine besondere Rolle. Und so hatte ich eigentlich von Anfang an auch eine politische Teilhabe, die sich natürlich bei mir am Anfang nicht so bewusst gemacht hat. Aber ich würde sagen, so gegen Ende des Dritten Reiches spielte das schon eine ganz besondere Rolle. Meine Mutter war immer sehr hilfsbereit. Sie war relativ jung und hatte in der Nachbarschaft eigentlich einen so guten Ruf und die Leute aus der Arbeiterbewegung, die auch die Arbeiterwohlfahrt machten, für die war also ganz wichtig, Friedchen, so wurde meine Mutter Elfriede genannt, die brauchen wir für die AWO. Und da ist meine Mutter eben so angesprochen worden, gleich zu Anfang, als die Arbeiterwohlfahrt wieder gegründet wurde. Und das war gar nicht so sehr einfach für meine Mutter, weil, ich habe ja schon gesagt, meine Mutter entstammte einer kommunistischen Familie. Und wer damals in der Arbeiterwohlfahrt eine Funktion haben musste, so als Vorsitzender oder was, der wurde Mitglied der SPD. Das wurde erwartet. Und so ist denn meine Mutter zur Freude meines sozialdemokratischen Vaters dann zur SPD als Mitglied gegangen und hat in der SPD dann keine besonderen Dinge getan, aber sie war nur Mitglied. Aber so konnte sie dann frei für die Arbeiterwohlfahrt arbeiten. Ja. Es herrschte, ja, nun sage ich mal, zwar kein Reichtum, aber Zufriedenheit und vor allen Dingen die Solidarität in der Gemeinschaft dieser Arbeiterschaft. Die war groß. Also ich kannte nur Leute, die waren in der SPD, die waren in der AWO, die waren in der Gewerkschaft, die waren in den Naturfreunden, bei den Falken, die Kinder und die waren in der Volksbühne. Weil auch die Arbeiterschaft damals einen hohen Bildungsanspruch hatten. Ja. Sie hungerten danach, weil sie ja nun im Dritten Reich die ganze Zeit mit Propaganda bombardiert waren. Also meine berufliche Entwicklung, die hat irgendwas aus der damaligen Zeit des Aufstieges, den wir damals noch hatten. Man konnte sich ja
nun sage ich ja, mit jeden Grundkenntnissen irgendwohin entwickeln, das ist ja heute in diesem nahtlosen Übergang nicht mehr möglich. Ich habe nach der Volksschule habe ich eine Lehre gemacht in der Stahlwarenindustrie. Ich habe universal härter gelernt. Härter ist klar, Solinger, Schwerter, Messer. Das war eine besondere Spezialität, also diese Klingen zu härten. Ich war der jüngste Betriebsrat in Nordrhein-Westfalen. Und zwar wurde ich am Tag meines 21. Geburtstags wurde ich in den Betriebsrat gewählt. Da gab es noch eine Sondergenehmigung bei der IG Metall. Da ich vorher schon, bevor ich volljährig war, schon da im Wahlkampf war, aber das ging. So, und dann war ich im Betriebsrat tätig schon und hatte natürlich auch eine gewerkschaftliche Funktion. Und dann kam eigentlich die Frage, was mache ich? Nun war das damals ja alles gar nicht so einfach. Ja, ich musste irgendeine schulwissenschaftliche Reifeprüfung nach und ich hatte ja außer mit der Volksschule überhaupt keine Qualifikation. Ja, und dann habe ich die Sozialarbeiterausbildung gemacht in Mannheim an der, an dem Seminar der Arbeiterwohlfahrt. Habe in Freiburg dann eine schulwissenschaftliche Reifeprüfung abgelegt, als Externer, also autodidaktisch. Ja, und dann habe ich das in Mannheim gemacht. Wir zogen dann mit dem Seminar um nach Düsseldorf, wurden dann die Fachschule für Sozialarbeit und da habe ich dann mein Sozialarbeiterexamen gemacht. Mein Ziel war es nie, bei der Arbeiterwohlfahrt hauptamtlich zu arbeiten, denn ich wollte nicht bei dem Verein tätig sein, dem ich emotional so verbunden bin. Das war so ein bisschen der Gewerkschafter in mir, ja, der so ein bisschen deutlich macht, das passt so nicht. Ja. Und ja, und dann habe ich beim Jugendamt in Duisburg gearbeitet und dann war ich dann in stellvertretender Jugendamtsleiter in Duisburg. Ja, und dann wurde ich gerufen oder berufen als Direktor des Jugendamtes in Düsseldorf. Das war eigentlich meine schönste Zeit und wurde dann später zum Dezernenten gewählt und hatte dann neben Jugend, Soziales auch noch Sport, Gesundheit und Kliniken. Also ich hatte ein Riesendezernat in Düsseldorf. Ja, und dann bin ich bis zu meiner Pensionierung bin ich dann gewesen. Ja. Und habe nebenbei natürlich alle die Funktionen der AWO, wo wir gleich mal drauf kommen, eigentlich ehrenamtlich dabei gemacht. Ja. Und ich hatte das große Glück, dass ich als Dezernent und auch schon als Jugendamtsleiter eigentlich immer verwandte Themen mit meiner Tätigkeit und meiner Haupttätigkeit und meinen Hauptanliegen in der Arbeiterwohlfahrt hatte. Das war ziemlich leicht. Ja. Wenn ich also aus irgendeiner Konferenz des Städtetages, der Stadt Düsseldorf, im Ausschuss, dann zur Arbeiterwohlfahrt ging, dann hatte ich die gleichen Themen eigentlich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten zu beachten. Naja, meiner Familie kam natürlich eine besondere Bedeutung zu, weil man spricht immer so leicht von Familie musste verzichten. Ich will das gar nicht so hochhängen, aber wir hatten drei Kinder und viele der Lasten musste aufgrund meiner ständigen Inanspruchnahme meine Frau alleine stemmen. Und das war natürlich eine Leistung, die man einfach nicht genug würdigen kann. Und sehen Sie, es hat irgendwo ist es doch ein Ausgang gewesen, der im Nachhinein deutlich macht, dass das alles nicht so sehr bedrückend war. Denn meine Frau und meine drei Kinder sind alle Sozialarbeiter geworden. Und das zeigt doch eigentlich, dass das ein bisschen noch einen Niederschlag gefunden hat.
Ja, es war eine Frauenorganisation am Anfang. Und Marie Jukac hatte ja den großen Traum. Die Arbeiterwohlfahrt sollte die Frauenorganisation der Arbeiterbewegung werden. Das war ihre Vorstellung. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich durch Frauen in der AWO sozialisiert worden. Also bei uns spielen Frauen eine ganz große Rolle. Wir hatten in unserem Bezirk so um die Jahre 1948, da hatten wir von 18 Kreisverbänden 13 unter der Frauenführung. Das war etwas ganz Besonderes. Sehen Sie, Sie müssen die Frauen noch vor dem Hintergrund der damaligen Zeit sehen. Und deshalb habe ich sie so ungeheuer bewundert und heute noch. Wir hatten bis 1954 hatten wir in der Bundesrepublik trotz Grundgesetz noch die sogenannte Hausfrauenehe. Das hieß, der Mann, der musste seine Genehmigung geben für die Berufstätigkeit der Frau, der konnte im Namen seiner Frau kündigen und er hatte die Schlüsselgewalt. Also das war eine ganz seltsame Konstruktion. Ich habe zu meiner Jugendzeit erlebt, dass Männer dann in die Zeitung setzten, warne hier mit jedem meiner Frau irgendetwas zu pumpen oder zu leihen oder Versprechungen zu machen, da ich für nichts hafte. Karl Mayer sowieso, Straße sowieso. Das müssen Sie sich mal vorstellen, das war ja eine öffentliche Diffamierung, die da stattfand. Es war aber zu Recht, also die konnten das. Und erst 1954 ist das weggewesen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, diese Frauen, die waren in der Verantwortung für große Kreisverbände, die sich dann bildeten, ja, und haben das eigentlich alles gemacht und deshalb bewundere ich sie einfach so. Sie hatten mindere Rechte, aber unheimliche Stärken und unheimliche Verantwortung haben sie übernommen im Bereich der Vorsitze in den Kreisverbänden. Das war eine besondere Leistung. Und ich habe die Frauen, die habe ich im Laufe der Zeit dann auch alle kennengelernt. Das war der große Freundeskreis meiner Mutter, zu dem dann auch in ihren letzten Lebensjahren noch die Marie Jukac, die Jahre nach ihrer Rückkehr bis zu ihrem Tode in Düsseldorf verbracht hat. Lore Agnes war noch dabei, also die großen Frauen der Vorkriegszeit, die gingen nahtlos über. Auch einige unserer Kreisvorsitzenden in unserem Bezirk hatten noch die Vergangenheit vor dem Dritten Reich in ihren Funktionen der Arbeiterwohlfahrt. Ja. Und was die Frauen hatten, und das ist eigentlich das Besondere, aber eigentlich auch einfacher als heute. Wissen Sie, es war relativ einfach, die AWO-Arbeit zu machen. Und zwar deshalb, weil die Not war sichtbar. Verstehen Sie, es war nicht differenziert wie heute, was so an möglichen unternehmerischen Dingen zu planen und zu machen ist, sondern da waren Leute, die hatten Hunger, die hatten keine Wohnung, die hatten nichts anzuziehen und dann war es relativ einfach, dafür zu sorgen, in Nähstuben durch Hilfe bei der Wohnungsvermittlung, bei der Verteilung dieser ganzen Spenden, die da kamen aus den USA, Gott sei Dank. Und vor allen Dingen haben sich um die Kinder gekümmert. Ja. Kindererholung, Kinderferienlager und vor allen Dingen auch Schulspeisung und alles, was da lief, das wurde da gemacht. Ja. Und das waren die Frauen, die anpackten. Ja. Das war wie so eine Befreiung. Ja. So, sie hatten im Dritten Reich irgendwo zu funktionieren. Ja. Und da konnten sie dann plötzlich die Ärmel aufkrempeln und konnten was tun. Und das war eigentlich der Wert der Gründerzeit, diese Zusammengehörigkeit. Ja. Ich würde sagen, die Schlüsselrolle spielte bei mir die Reichskonferenz von 1949. Ich war aus der Vorschule entlassen, dann kam die Reichskonferenz, die war in Solingen. Das war die zweite, eigentlich die erste, weil dort zum ersten Mal die Westzonen zusammenkamen.
Bei der ersten, die in Kassel war, die erste Reichskonferenz, da durften die aus der französischen Zone, die durften nicht weg. Und der Osten war von Anfang an weg. Ja, es gab keine Arbeiterwohlfahrt, es gab auch keine Verbindung, sondern es war offiziell direkt die Volkssolidarität, die hier gebildet wurde als Alternative. Und es gab keine Konkurrenzsituation zur Volkssolidarität. Wir hatten bei uns im Westen noch eine kommunistische Organisation, die in Düsseldorf auch anfing. Das war die Rote Hilfe. Rote Hilfe hieß die. Das war eben die Wohlfahrtsorganisation der Kommunisten. Und dann kam diese Reichskonferenz von 1949. Und das war ein Schlüssel für mich, weil ich da erlebte, Sie müssen sich das vorstellen, das war nun gerade 3-4 Jahre nach dem Krieg. Die meisten waren noch ausgebombt, hatten noch Bombenschäden. Und dann stellte die Solinger Arbeiterwohlfahrt mit dem Bezirk Niederrhein, die stellten dann den Gastgeber für diese zweite Reichskonferenz, Schloss Burg an der Wupper und die ehemalige Stadthalle. Hinzu kam, dass bei dieser Reichskonferenz auch noch 30 Jahre Arbeiterwohlfahrt wurde auch noch gefeiert. Mari Juchacz kam zurück aus den USA in dieser Zeit. Also ich hatte eine besondere Aufgabe, auf die ich eigentlich sehr stolz war. Ich durfte nämlich die Saugpostrolle bedienen. Das ist für Menschen, die das aufgrund ihres Alters nicht mehr kennen, ist das gar nicht vorstellbar, mit welcher Mühe diese Saugpostabzüge auf den Tisch kamen. Wir hatten, das ist praktisch der Vorläufer der heutigen Kopierarbeit. Die Saugpost war etwas, was man einfach brauchte, weil damit alle Konferenzunterlagen vervielfältigt wurden. Einen anderen Weg gab es nicht. So, und das war natürlich eine besondere Aufgabe, die ich in meinem Alter zu bewältigen hatte und eigentlich sehr stolz war. In dem Zusammenhang habe ich dann besonders Lotte Lemke kennengelernt. Lotte Lemke war ja eigentlich diejenige, die diese ganze Reichskonferenz organisierte. Ja. Mari Juchacz war schon in der Rolle eines Ehrengastes da, um das mal so zu sagen. Und Schlüssel zu einer sehr schönen Geschichte war dann meine alte Freundin, heute 92 Jahre, mit der habe ich noch regelmäßig Kontakt, Enne Franz. Die war Sekretärin bei der Geschäftsstelle in Solingen. Und die hat das alles organisiert. Die hat die Quartiere, die Unterkünfte und so weiter. Und die war überall dabei, also ein guter Geist. Damals wurden alle Delegierten, die wurden untergebracht bei AWO-Mitgliedern in Solingen, Remscheid und Wuppertal. Und das waren etwa 300 Leute, die unterzubringen waren und Gäste auch noch. Und da haben Leute, ich habe das bei mir erlebt, ja, da in meinem Zimmer, da kamen dann Vater und Mutter dazu über die Tage und die stellten dann ihr Schlafzimmer zur Verfügung. Gästen, ich glaube aus der Pfalz waren die, mit denen haben sie noch lange Kontakt gehabt hinterher. Ja, und die schliefen da und wohnten da. Und Sie müssen sich die Verhältnisse vorstellen, wie das bei uns war. Ja, in einer Mietwohnung, Klo auf der halben Treppe, ja, Bad gab es nicht, sondern da war in der Wohnküche der Spülstein mit einem Vorhang. Ja, und gebadet wurde dann in der Waschküche. Ja, das waren die Wohnverhältnisse damals. Aber da wurden in diesen Verhältnissen wurden dann Gäste untergebracht, die als Delegierte zu dieser Konferenz kamen. Ja. Es war eine Leistung, die dann zu 2-3 Leuten in der Solinger Geschäftsstelle organisiert wurde. Jetzt komme ich zu der schönen Geschichte, die muss man einfach erzählen. Dann Lotte Lemke war ganz begeistert. Sie schenkte der Enne ein Buch mit einer persönlichen Widmung. Und dann hat sie gesagt, als mein Vorvorgänger, der Vorsitzende und die Enne Franz,
als die zusammen waren und haben dann so eine Schlussbesprechung gemacht, ob wir einen Wunsch hätten. Ich war da nicht bei der Besprechung, ja, ich weiß das jetzt nur aus der Geschichte. Und Enne Franz hat gesagt, weil es auch ziemlich praktisch war, ja, wir bräuchten eine Kuh. Und Lotte Lemke muss dann sehr verwundert, wieso Kuh? Ja, hat die Enne Franz ihr dann erzählt, wir haben ein Kinderheim in Oberhausen. Und wir haben Schwierigkeiten, diese Kinder in Oberhausen mit Milch zu versorgen, mit frischer Milch. Das war damals gar nicht so einfach, das war alles noch sehr beschwerlich. Ja. Es war so um den Bruch der Währungsreform. Ja, ja und Lotte Lemke hat gesagt, ich besorge euch eine Kuh. Und das Schöne war, dann hatte Lotte Lemke, hatte der Enne noch angeboten, sie in Hannover zu besuchen, wo ja die Zentrale damals war, auch die Zentrale der SPD, Kurt Schumacher, Annemarie Renger waren da. Also da war noch die Keimzelle der Wiedergründung. Ja, und dann hatte ich die große Gnade und durfte mitfahren, ja. Mit dem Bezirksvorsitzenden, also meinem Vorgänger schon, Willi Köhn, dann mit der Enne Franz und ich in einem VW sind wir dann gefahren nach Hannover. Enne Franz durfte sich das alles nur besichtigen und Willi Köhn und ich, wir fuhren denn mit jemanden, der dann zu einem Bauern fuhr, der schon angesprochen war, uns eine Kuh zu vermitteln. Ja, und dann haben wir auch die Kuh gesehen, ja, sah sehr nett aus, mehr verstanden wir ja nicht, ob die Dings war. Ja, und dann ging es um die Frage, wie die Kuh denn jetzt nach Oberhausen kommt. Ja. Und dann ist die Kuh, die ist mit einem Transport von Schlachtvieh nach Duisburg-Hamborn gefahren worden. Die wurde da ausgeladen, das Schlachtvieh ging dann weiter in den Schlachthof. Ja, und dann ging die Kuh zu Fuß von Duisburg-Hamborn nach Oberhausen und das Kinderheim hatte die Kuh. Das ist eigentlich eine, ja, sage ich mal, keine Geschichte, die jemand von den Sitzen reißt, aber ist so ein bisschen beispielhaft für die damalige Zeit, wie man doch so durch Zusammengehörigkeit und Solidarität irgendwelche Dinge befriedigen konnte. Ja. Und Enne Franz schwärmt heute noch von dieser Fahrt, ja, in der wir von Solingen bis Hannover, dann im VW, ununterbrochen Arbeiterlieder gesungen haben, ja, dass mir hinterher schon den Hals herausstand, die ich aber alle kannte schon aus meiner Mitgliedschaft bei den Falken. Ja. Diese Frauenära, die hörte so im Verlauf der 60er Jahre auf. Und zwar als die Arbeiterwohlfahrt mehr und mehr unternehmerisch tätig wurde. Wissen Sie, das war nicht Sache der Frauen. Die Frauen hatten andere Vorstellungen. Die hatten andere Vorstellungen von Hilfen. Die hatten andere Vorstellungen, wie sich der Verband entwickeln sollte. Die hatten nicht die Schwerpunkte, sich mit Bilanzen auseinanderzusetzen. Das kam ja dann. Und vor allen Dingen auch, ich muss sagen, Anfang der 60er Jahre die Professionalisierung. Mit dieser Professionalisierung haben wir sehr viel Ehrenamt totgeschlagen. Sehen Sie, ich erinnere mich noch genau, dass Anfang der 60er Jahre die Frauen, die hatten ja in den 50er Jahren, die haben riesen Kinderferienlager organisiert, Erholungskuren und alles das, alles ehrenamtlich und alles die Frauen. Und dann kam diese unselige Geschichte, dass solche Ferienmaßnahmen nur bezuschusst wurden, nur noch bezuschusst wurden vom Land, wenn fachliche Leitung. Das hieß, ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin, die mussten die Lagerleitung übernehmen, ja. Und dann müssen sich diese Frauen vorstellen, die dann plötzlich
so als Vorsitzende noch Chef von dem waren, ja, den aber als Lagerleiter oder Lagerleiterin dann benennen mussten, um überhaupt noch die Zuschüsse zu bekommen. Da haben wir so viel Ehrenamtlichkeit totgeschlagen, ja, weil einfach die machten noch mit. Aber sie waren eigentlich nicht mehr so engagiert, sie fühlten sich nicht mehr an dem Platz, wo sie Verantwortung machten, wo alles funktionierte. Das war so in den 60er Jahren die Professionalisierung, ja, und dann Anfang der 70er Jahre, da wurde dann das Unternehmen so dominant, dass wir, ich habe Ihnen ja eben gesagt, dass wir von 18 Kreisverbänden, großen Kreisverbänden, 13 mit einem Frauenvorsitz hatten. Und wir hatten dann Mitte der 70er Jahre von 16 Kreisverbänden keine Frau mehr als Vorsitz, eine Zeit. Jetzt kommt es wieder, Gott sei Dank. Ja. Und ich sage Ihnen, eine AWO ohne Frauen ist für mich eigentlich gar nicht vorstellbar. Sie ist für mich nicht vorstellbar und sie eben diese Mitmenschlichkeit, diese Solidarität, diese Bereitschaft anzupacken, ja, das ist etwas, was einfach fehlt hier. Für mich hatten die Aktivitäten nach der Wiedervereinigung natürlich einen persönlichen Vorlauf. Auf Vermittlung unseres Sozialministers in Nordrhein-Westfalen, Friedhelm Fahrtmann, bekamen wir Kontakt zur Volkssolidarität und sind dann 1985 nach Halle an der Saale gefahren, zwei von Westfalen und zwei vom Niederrhein, um die ersten Kontakte dort mal zu suchen. Und ich muss Ihnen sagen, während dieses Besuches hat sich mein Bild von denen, die in der Volkssolidarität tätig waren, völlig geändert. Ich war auch der Auffassung, das wäre so eine Kaderorganisation der SED. Ich habe aber gemerkt, dass sie in der Volkssolidarität wirkten, nicht so stramme Parteigänger waren, sondern sie waren durch ihre Arbeit in der Volkssolidarität, konnten sich vor besonderen anderen Nachfragen schützen. Und ich hatte tatsächlich die Erkenntnis, dass die Volkssolidarität eine Organisation war, die irgendwo mit der Arbeiterwohlfahrt in den Gründerjahren vergleichbar war. Und das hat mich dann natürlich auch emotional bewegt und die Volkssolidarität würde für mich noch eine besondere Rolle spielen. Ja, also Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, war die Partnerstadt der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und meine breite Tätigkeit in der Stadt und vor allen Dingen auch in dieser Region für die Arbeiterwohlfahrt hatte natürlich zur Folge, dass als wir nach der Wiedervereinigung in Chemnitz tätig waren, dass wir natürlich auf der einen Seite als Verwaltung dort die Aufbauhilfe gemacht wurde. Ich glaube, Chemnitz war die erste Stadt, die in ihrer gesamten Verwaltungsstruktur stand, durch die ständige Beratung von Düsseldorf. Und für mich war es natürlich dann ein leichtes, nebenbei auch die Frage anzugehen, wie wird's doch mit der Arbeiterwohlfahrt? Und interessanterweise haben wir dann schon gleich 89 angefangen, die Arbeiterwohlfahrt in Chemnitz zu gründen, sowohl den Bezirk als auch den Kreisverband. Und mit intensiver Unterstützung personeller und materieller Hilfe war das auch eine Leistung, die dazu führte, dass diese Arbeiterwohlfahrt in Chemnitz von Anfang an funktionsfähig war. Und als wir dann die ersten Kontakte im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung hatten, die Chemnitzer eigentlich schon einen Informationsvorsprung hatten gegenüber den anderen Ostverbänden. Ja, und dann kam die Wiedervereinigung. Und für mich war die Wiedervereinigung von so hoher Bedeutung, dass sie vergleichbar war mit der Wiederbegründung der Arbeiterwohlfahrt nach 1946. Es ist also so, dass die Erfahrungen, die ich jetzt über meine
vorbereitenden Begegnungen in Halle und in Chemnitz hatte, die konnte ich natürlich dann auch auf die Diskussion auf der Bundesebene übertragen. Und die fing natürlich an, erstmal mit einer Konferenz in Berlin. Ich erinnere mich, das war der Bundesausschuss, der dann in Berlin tagte. Und da waren schon erste Gäste, die aus den neuen Ländern kamen, die da anfingen, die Arbeiterwohlfahrt ins Leben zu rufen. Da gab es noch die allgemeine Diskussion und da gab es auch die Ansprüche und die Bedürfnisse und die Forderungen, was man denn unbedingt von der Organisation West brauchte. Ja, und dann kam die Vereinigungskonferenz in Berlin. Und bei dieser Vereinigungskonferenz in Berlin, da wurden wirklich schon erste Nägel eingeschlagen, da wurden schon Strukturen übertragen. Und da merkte man, wie schnell eigentlich die Organisation im Osten schon bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe bei dieser Konferenz eigentlich eine meiner wenigen Niederlagen in einer Grundsatzdiskussion erfahren. Ich war natürlich durch meine Kenntnisse, die wir in Halle und auch dann später noch in Chemnitz hatten, war ich ein Freund der Volkssolidarität. Und ich habe die Meinung vertreten, wenn wir dann in den neuen Ländern, in den neuen Organisationseinheiten noch Menschen haben, die zumindest von ihrer Neigung und ihrer bisherigen Intention her im sozialen Bereich etwas zu sagen hatten, dann sollten wir die Volkssolidarität übernehmen. Denn die Volkssolidarität, das erfuhr ich dann aus diesen Kontakten, die ich noch hatte, die wäre sehr gerne zur Arbeiterwohlfahrt gekommen. Wir hätten sie erstmal als kooperative Mitglieder aufnehmen können und dann in den Verband aufzunehmen und einzubauen. Ja, und das war nicht durchzusetzen. Also es war damals eine gewisse Abneigung in der gesamten sozialdemokratischen Bewegung, sage ich mal. Das ging für die Gewerkschaften, das galt für die Partei, das war, übertrug sich das auf die Arbeiterwohlfahrt. Das heißt also, irgendwelche Kontakte auf den alten Basisorganisationen zu bilden. Ja, und so ging uns die Volkssolidarität dann verloren. Und der Paritätische, der hatte doch keine Probleme mit. Ja, der ist rübergegangen, hat die Volkssolidarität genommen, wie sie ist, und hatte dann natürlich auch sehr viele Funktionsträger, die er zum Start hatte, während wir natürlich aus dem Nichts das alles aufbauen mussten. Und dann kam noch etwas, das mich so richtig ins Mark getroffen hat, wo ich aber wirklich aufgrund des Kompromisses eigentlich stillgehalten habe. Die stellten also den Antrag, dass der demokratische Sozialismus und unseren Grundwerten herauskommt. Da ging für uns irgendetwas verloren. Da haben wir etwas geopfert. Und ich glaube, einfach ohne Not, ja, aber es war einfach nicht machbar. Und erst 98 in Düsseldorf, einstimmig, haben wir bei dem Düsseldorfer Programm den demokratischen Sozialismus wieder in unser Programm aufgenommen. Und wissen Sie, wir bestehen ja in unserem Grundsatzprogramm auf den Werten des demokratischen Sozialismus. Solidarität, Freiheit, Gleichheit, Toleranz, Gerechtigkeit. Das sind ja Werte, die sind eigentlich für uns unantastbar. Aber wir haben sie uns dann 98 zurückerobert. Und da waren auch bei der 98er Konferenz in Düsseldorf, da waren auch die Ostverbände schon kompetent vertreten. Die waren ja da schon gegründet. Und es wurde dann einstimmig verabschiedet. Sehen Sie, die ostdeutschen Verbände, die sind ja, was aber betrifft, geschichtslos. Die sind von vor 1933, natürlich sind die noch da, aber es sind keine Menschen mehr aus dieser Zeit. Das ist natürlich eine große Last,
mit der die ostdeutschen Verbände eigentlich zu kämpfen haben. Ja? Sie haben kein Geschichtsbild und was hinzukommt, hier ist ja von Anfang an ist ja die Beteiligungsvertretung auf den Kopf gestellt. Ja. Wir haben in der Arbeiterwohlfahrt immer viele Mitglieder gehabt und eine wachsende Zahl von Mitarbeitern. Erst wenig, dann mehr. Und jetzt haben wir natürlich auch so 150.000, 160.000. In den neuen Ländern ist es halt so, dass die mehr Mitarbeiter und als Mitglieder haben. Und das gibt ein Problem. Für mich ist nicht das Problem, dass die Mitarbeiter auch alle Mitglieder sein sollen. Das sind sie in der Regel. Aber ich habe sehr große Bedenken, wenn es mal dazu käme, dass die Mitarbeiter alle Mitglieder werden und dann im Grunde genommen in der demokratischen Willensbildung des Verbandes eine Zweidrittelmehrheit haben. Ja? Dass in allen Ortsvereinen und überall die Mitarbeiter bis zu den Delegierten eigentlich das machen. Und das mag ich als Gewerkschaftler, mag ich das nicht so gern. Ich habe das eben schon gesagt, wenn solche Dinge nicht mehr trennbar sind. Es ist aber auch bei dieser ganzen Geschichte, spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir sehr intensiv die neuen Länder beraten haben. Aber ich meine, wir haben sie eigentlich falsch beraten. Wir haben sie beraten für eine Wettbewerbstätigkeit als sozialer Dienstleister. Alles das, was wir immer so in den Mittelpunkt unserer Geschichte gestellt haben, das war, wir wollten, und das war legitim und war auch, denke ich, zu vertreten, wir wollten diese neuen AWO-Mitgliederverbände, die wollten wir fit machen im Wettbewerb zu den anderen, weil wir einen Wettbewerbsnachteil hatten. Die Kirchen waren da, die katholische, evangelische, die hatten Besitzstand, das Rote Kreuz, die Paritäten, die hatten die Volkssolidarität und wir kamen ja plötzlich aus dem Nichts. Und dann war natürlich die Theorie zu sagen, also es ist wichtig, dass die das alles lernen und begreifen, wie man das führt und wie eben ein Altenheim zu finanzieren ist, ein Kindergarten zu finanzieren ist. Alles das spielte eine Rolle. Aber letztlich hat, und die Leute von uns, die rübergingen, das sind ja unheimlich viele gewesen, die wurden dann auch Geschäftsführer in der Regel. Ja. Wir haben also sehr viele, am Anfang sehr viele westdeutsche Geschäftsführer gehabt, die dort tätig waren. Auch entscheidende Mitarbeiter, die dann rübergingen. Was mir ein bisschen fehlte, war, dass wir die beginnende Kreativität entsprechend unterstützt haben und das wäre natürlich eine wichtige Voraussetzung gewesen, aus dem sich später ehrenamtliches Engagement hätte machen lassen. Das war dann der Punkt, wo wir anfingen, uns Ende der 90er Jahre uns nur noch mit sich selber beschäftigen. Ja. Und ich habe die ganze Entwicklung natürlich in den ganzen Jahren noch mitgemacht. Ja. Das heißt also, ich weiß schon, wovon ich rede. Ich war 30 Jahre Bezirksvorsitzender, 9 Jahre vorher Kreisvorsitzender. Ich war, weiß ich was, im Bundesausschuss da 45 Jahre. Und habe also die gesamte Entwicklung der AWO mitgemacht. Also ich weiß, wovon ich rede und ich kenne den Verein und habe natürlich diese ganze Entwicklungsschritte mit großer Sorge beachtet. Ja. Dass wir also im Grunde genommen unser Bild verlieren werden. Ja. Wir sind in höchster Gefahr, dass die Arbeiterwohlfahrt ein Dienstleistungsanbieter wird, ja, wie jeder andere auch. Und das passt einfach nicht zu dem. Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon zu lange
auf diesem Gleis gefahren sind. Wir hatten eine Konferenz 2007, wo wir so ein bisschen in der Flucht nach vorne standen. Ja. Und ich sehe noch den Vorsitzenden damals, der 2007 dann das Ziel ausgab. Wir hatten damals so 500.000 Mitglieder, so, das stimmte manchmal, stimmte nicht. 1.000.000 Mitglieder. 1.000.000 Mitglieder, ja. Jetzt sind wir so um die 300.000, sind wir gerutscht. Das heißt also, es ist ein gegenteiliger Effekt eingetreten. Das liegt zum Ersten natürlich an der Überalterung. Ja. Uns sterben die Leute weg. Um die Todesfälle da auszugleichen, da braucht man schon allerhand. Aber wir haben es auch nicht geschafft, in unseren Untergliederungen für junge Leute eine Eingangspforte zu schaffen. Wissen Sie, wenn Sie können jetzt aus der, ja nun sagen, etwas abgehobene Ebene des Kreis- oder Bezirksverbandes wunderbare Projekte entwickeln, aber die Mitgliedschaft, die begründet sich bei uns im Ortsverein. Und der Ortsverein ist in der Regel nicht der, in dem ganz besonders attraktive sozialpolitische oder soziale Dinge passieren. Es ist in der Regel mehr und mehr wird es zu einem Seniorentreff, ja, dass der Seniorentreff auch gleichzeitig der Ortsverein ist. Ja. Und wenn dann junge Leute da hinkommen und sagen, ich will hier mitmachen, was kann ich tun? Dann kann es passieren, dass die Antwort ist, ja, wir, Gott sei Dank, wir brauchen noch einen Kassierer oder gehen wir bei der Straßensammlung oder mach irgendwas. Das heißt also, die Inhalte, die wir vor Ort vermitteln, die sind experimentell, klappt das mal hin und wieder und wunderbar, aber sie sind noch nicht im Breiten in die Mitgliedschaft angekommen. Und ich glaube, bevor wir uns ständig damit beschäftigen, und das machen wir ja seit 4 Konferenzen, machen wir ja nichts anderes als mit uns selbst beschäftigen, und nur unser Heil suchen in Satzungsänderungen, in Statutenänderungen, in allen möglichen Fragen, ja, mit dem Ziel, den Verband zu zentralisieren, da geht gar keine Frage davon. Das heißt also, die gewachsene Struktur auf den Kopf zu stellen. Unsere Struktur ist die, die einfach aufbaut. Ja. Ortsverein, Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband, Bundesverband. Alles in sich abgeschlossene Organisationen. Ja. Da habe ich allmählich das Gefühl, dass der Bundesverband sehr gerne das umdrehen würde. Ja. Er würde also sehr gerne, wie in der Partei, eine zentrale Zuständigkeit haben. Ja. Es wird argumentiert, wir müssen irgendwo das gleiche Bild haben und AWO kann nicht hier so, da so aussehen. Ich bin völlig anderer Meinung. AWO muss so aussehen, wie es örtlich verlangt wird. Und es ist ein Unterschied zwischen einem Ortsverein in Bayern und einem Ortsverein in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich sage denn mal, die alle unter die gleichen Statuten zu stellen, mit dem gleichen Vorgabebild, halte ich für etwas problematisch. Und wenn wir das nicht auflösen, sondern noch verstärken, dann habe ich große Sorgen, dass dieser Verband als Mitgliederverband noch so weiter existieren kann. Also fachpolitisch hatten wir in den 70er und Anfang der 80er Jahre eine ganz besondere Bedeutung. Die Jugendhilferechtsreform, die ist zu 80% bei der Arbeiterwohlfahrt entwickelt worden, die dann später kam, die aber die wichtigen Inhalte noch hatte.
Wissen Sie, ich war 18 Jahre Vorsitzender des Fachausschusses Jugendpolitik und was wir in der Zeit alles bewegt haben, wurde auch politisch anerkannt. Also es gab kaum in der Bonner Republik in dieser Zeit gab es ein jugendpolitisches Vorhaben, wo, die SPD-Fraktion nicht auf die Vorschläge der Arbeiterwohlfahrt gehört hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Willy Köhn, das war mein Vorgänger, der Vorsitzender des Fachausschusses Sozialpolitik war, als der Vater des Bundessozialhilfegesetzes galt. Er war Vorsitzender der Arbeitsgruppe im Deutschen Bundestag und hat tatsächlich diese verkrusteten alten Sozialhilfegesetze in ein modernes Bundessozialhilfegesetz hineingepackt, was heute noch eine Bedeutung hat. Und nicht zu vergessen, wir haben die Pflegeversicherung erfunden. Ja, es war so, dass an einem Tisch in der Arbeiterwohlfahrt, wo ich auch die Ehre hatte, noch teilzunehmen, zum ersten Mal der Gedanke mit der Pflegeversicherung kam. Wir wollten zwar damals eine andere Finanzierung, eine Steuer- und nicht eine Beitragsfinanzierung, aber da ist der Grundgedanke geboren worden und die Pflegeversicherung entwickelt worden, die dann auch Jahre später etwas anders kam. Aber das war natürlich ein ungeheuer wichtiger Schritt. Und wir haben in einem Seniorenheim am Niederrhein in Leverkusen haben wir den Praxistest all unserer Überlegungen gemacht, was Kostenstrukturen und sonstige Dinge angehen für die Pflegeversicherung. Und da haben wir eine wichtige Grundlage gelegt. Ja. Sehen Sie, und das waren Dinge, die damals selbstverständlich waren und fachpolitisch einen hohen Rang hatten. Wenn ich dann denke, heute dagegen, gehen natürlich unsere Bemühungen häufig ins Leere, erschöpfen sich häufig in Presseerklärungen. Aber wenn ich an die ehernen Grundsätze der Arbeiterwohlfahrt, die ja mal angetreten ist mit der Kritik und mit dem Subsidiaritätsgedanken, die AWO hat ja in ihrem Ursprung mal die Theorie vertreten, wir betreiben keine Einrichtungen, das war der Grundgedanke von Marie Juchacz, sondern wir sorgen dafür, dass die politischen Verhältnisse sich so verändern, dass der Staat seiner Aufgabe gerecht wird. Das war die Frage. Wir wollten noch nicht konkurrieren um einen Kindergarten und irgendetwas, sondern es sollte einfach, wir sollten politisch, sollten wir dafür sorgen und sollten dann das andere im Rahmen der Mitmenschlichkeit und Solidarität leisten. Aber die Grundbedürfnisse, die sollten von der öffentlichen Hand und vom Staat gedeckt werden. Das war die Voraussetzung. Und wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, Sie müssen sich das vorstellen, Kindersatz zu bekommen, dass eine der Grundbedürfnisse Nahrung nicht mehr vorhanden ist und das auf Basis solcher Spendenaktionen nur noch passiert, dann kann in dem Land etwas nicht in Ordnung sein. Und Sie hören natürlich ständig, Kinderarmut wird beklagt. Dann werden irgendwelche Statistiken herausgeholt, wie das ist, warum das ist. Aber das Problem, was wir einfach haben, das Grundproblem ist das, dass wir doch die verdammte Verpflichtung haben, in unserem Land Kinder die Möglichkeit zu geben, sich satt zu essen und am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Und was mich völlig überrascht, es stehen sehr viele Dinge im Koalitionsvertrag, aber Kinderarmut kommt nicht vor. Und das ist für mich etwas in dieser Zeit und vor dieser Brisanz und vor diesem gängigen Thema, wo jeder darüber klagt, doch ein Armutszeugnis. Und das wäre natürlich im Rahmen von wohlverstandener Solidarität, wäre das ein Thema, eine Gemeinschaftsaktion gegen Kinderarmut in Gang zu setzen. Und das dürfte uns ein leichtes sein. Wir haben als Arbeiterwohlfahrt haben wir Vorschläge gemacht. Die Grundversorgung für Kinder haben wir gefordert und tun auch einiges vor Ort natürlich gegen die Kinderarmut. Aber wir müssen uns tatsächlich überlegen, warum wir es nicht geschafft haben,
das in das Koalitionspapier hineinzubringen, es war teilweise in den Koalitionsverhandlungen, war es schon mal Thema, ist aber dann auf Seite gelegt worden. Ja, das wäre für mich, wissen Sie, wenn wir diesem gesellschaftlich brisanten Thema so viel Energie opfern würden, wie unseren ständigen Strukturveränderungen, dann hätten wir wieder einen neuen Schwerpunkt und wären eigentlich auch in den Augen der Gesellschaft, wären wir hier für eine Frage kompetent. Wenn wir es nicht schaffen, den Idealverband in seiner Substanz auf der Wertebasis zu erhalten, dann werden wir irgendwann eine konkurrierende Unternehmensgesellschaft sein für soziale Dienste, die dann ohne jede Grundwerte im Grunde genommen den Marktmechanismen folgt und so auch arbeiten wird. Dann ist es eigentlich egal, wie wir heißen. Und dann wäre mir eigentlich lieber, wenn wir dann den Namen wechseln und in dieser Form nicht mehr weitermachen. Das muss aber nicht sein. Ich glaube einfach, dass wir eine Zeit brauchen, wenn man irgendwelche Möglichkeiten sieht, wieder mal an die Substanz der Arbeiterwohlfahrt heranzukommen und irgendwo Leute sich dann auch berufen fühlen, für diesen Idealverband etwas zu tun und die ganzen Strukturgeschichten und Unternehmensgeschichten mal hinten anzustellen. Wissen Sie, ich bin der Auffassung, wir haben ein Erbe zu verwalten. Wenn wir den Namen Arbeiterwohlfahrt führen, dann haben wir eine Erbschaft angetreten heute, die auf eine Zeit von über 90 Jahren zurückgeht und in der vieles gedacht, getan worden ist und im Grunde genommen immer auf der Basis einer bestimmten Wertegemeinschaft. Und das würde ich nicht zur Disposition zu stellen. Wenn wir das zur Disposition stellen, dann ist mir eigentlich egal, was das Unternehmen Arbeiterwohlfahrt in 10 oder 20 Jahren ist. Mein Hauptanliegen ist, den Idealverein zu retten und hier neue Menschen zu finden, die bereit sind auf den alten Werten. Wir sagen zwar heute alle, junge Leute interessieren sich nicht mehr für Organisationen, die kriegen wir nicht mehr. Aber ich würde denken, wenn es uns gelingt, mit unserem Jugendwerk etwas in Bewegung zu setzen, was in die heutige Zeit passt und was aus diesen alten Werten etwas hervorheben kann. Die sind ja immer jung, diese Werte, die wir haben, und dürfen nicht zur Disposition gestellt werden. Dann haben wir uns unser Erbe verdient. Sonst sollten wir es lassen.